Rennen ist eröffnet, Beschleunigungsphase geht los und Conor De Filippi macht gleich alles richtig. Übernimmt die Spitze, Asch hat Probleme gegen Silvester im Zackspeed-Auto sich durchzusetzen. Außen ist es der gelbe Mercedes von Donthier, der sich wohl aber auf der vierten Position einreihen wird. Mike David Ortmann bzw. das orangene Auto von Mücke dreht sich genauso wie Luca Stolz und Zanella im HB Racing WDS-Bauauto. Das sicherlich sehr unglücklich gelaufen für den Mann, den viele auf der Pole gesehen haben. Aber jetzt schlecht ist es. Und Asch ist auch schon. Asch hat sich auch schon gedreht am Ausgang von Kurve Nummer 2. Muss es irgendwie in die falsche Richtung gegangen sein für den Mann, der aus der ersten Startreihe losgefahren ist und das irgendwie besser machen wollte. Und dann hat natürlich auch Asch, wir sehen das nochmal hier, dieses Tête-à-Tête mit Nikolai Silvestre. Selber gedreht. Selber gedreht. Ja, ich denke, die haben sich vielleicht berührt und Asch war halt innen und dann kriegst du diesen Schlag aufs Vorderrad und ja, dann war eigentlich schon, reicht schon der kleinste Schlag aus, um da wirklich Pech zu haben. Ja, da stehen zwei, drei rechts, links. Da sehen wir Jeffrey Schmidt vorbei an Philipp Geipel, der die 360-Grad-Kamerad. Und da sehen wir dann Sebastian Asch relativ spät da unten stehen. Der ist dann ein ganzes Stück wieder bergauf gefahren. Aber natürlich hier in dieser engen Zone. Katzberg kriegt einen Schlag vorne, hinten, fährt aber in der Mitte sauber durch. Drückt sich da noch ein bisschen an den Belgier durch. Das ist nicht gut für die Kamera von euch. Doch, die Kamera überlebt das. Die Frage ist nur, wie viel Carbon-Teile das zeigen. Hier Lukas Stolz, der innen ganz spät reinfährt und sich dann selber... Ja, er kriegt einen Schlag hinten, ne? Genau, er hat den Schlag vom Lambo, glaube ich, bekommen. Vorne gewinnt Mies De Filippi zum zweiten Mal in der Saison vor der 20, vor dem Mercedes aus dem Hause Zackspeed mit Bullmann und Silvest. Auf Platz 3 sehen wir die Uso-Mannschaft von Marvin Kirchhöfer und Indy Donthier, bevor wir Peng Philipp Eng zum vierten Platz, Kelvin van der Linde zum fünften und Marco Mappelli zum sechsten Platz gratulieren dürfen.